Straßen haben direkt Geschwindigkeiten drauf. Die sind halt jenseits von gelöst. Okay, damit herzlich willkommen zum neuen Motorblog mit der Super Duke von Nils. Ich bin das Vorgängermodell schon gefahren. Ist natürlich ein Sahnestück. Ist brandneu, nicht eingefahren. Meine KTM SCR auch nicht, sprich, wir fahren hier wie 225er Fahrer durch die. Das ist lustig, dich mit der Supermoto zu sehen. Ey, was das für eine Umstellung ist, oder? Supermoto. Links blinkend, rechts rausfahren. So muss das. Geil. Oh Mann. Ja, ich merke schon, man sitzt halt auf dem Bike, das halt viel ruhiger läuft, die Super Duke. Zwei Zylinder halt, was soll man sagen? Ja, man beamt sich, braucht man nichts zu sagen. Also sie läuft doch erstaunlich ruhig, gell? Alles über 3000 Umdrehungen geht voll. Ja. Ich hab so zwei. Ja. Ja. Mit der SMCR. Ja, die SMCR hat halt eine Doppelzündung, zwei Zündkerzen, deswegen läuft sie so gut. Ja. Und der größte Punkt ist, finde ich, bei der Super Duke, dass sie einfach so viel besser abgestimmt ist vom Mapping als die Duke 97 und die 98er, weil die hat absolut keinen Konstantfahrruckel, sprich mit der Kurve fahren ist 10-mal angenehmer. Oh, RIP, der Regen fickt meine Augen. Oh. Egal, jetzt habe ich meine Brille aufgesetzt. Ey, wie das ausschauen muss mit dem Crosshelm auf der Super Duke und mit dem Integralhelm auf der Supermoto. Ihr habt so viele Modis, das soll kein Test sein, einfach nur mein erster Eindruck. Fährt sie halt gut. Ah, und die Blinker gehen automatisch aus, wenn man die vergisst bei der Super Duke. Hat Nils schön demonstriert davor. War echt cool. Ich bin ja ein paar Mal hinterhergefahren, sprich man sieht's. Oh Nils, das habe ich dir gar nicht erzählt. Hier haben so zwei 3er BMWs so richtig übelsten Drift hingelegt. Das hast du ja gesehen damals, als wir da waren, oder? Ja, genau die. Ja, Mann. Und kurz danach ist die Polizei da ganz normal vorbeigefahren, Streife. Aber wirklich kurz danach, es waren doch 10 Sekunden oder so, haben die voneinander getrennt. Es war halt so abstrakt, das zu sehen. Was ist das? Lotus? McLaren? Ferrari? Jetzt soll ich langsam bald alle durch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Du musst nicht tanken, oder? Okay. Ja, Mann. Bitte. Ah, nee, nicht voll tanken, ne? Wie viele Kilometer haben wir es? Ja, Mann, hinten kommt's rein. Darauf stehen nicht nur die Frauen, sondern auch die Mopeds. Ja. 2 Liter. Ja, ich sag dann Stopp, keine Sorge. Nee. Stopp. Perfekt. Okay, steht da was von mir? Ja, das war meine Frage, was das ist. Lotus oder McLaren oder Ferrari? Ja, Leasing, weil Leasing ist ja oft so, naja, für 2 Jahre kriegt er die Raten gestemmt und gut ist. Aber ein ganzes Fahrzeug abzuzahlen per Finanzierung ist halt schon eine ganz andere Nummer, wenn es dann halt 300.000-400.000 kostet. Also einen Golf kriegen die meisten abgezahlt. Aber, boah, Alter, wie die mir ins Gesicht pustet. Boah, Abgase direkt ins Gesicht. Hey, ich habe nur 2 Liter getankt. Nicht so viel Gas. So ein Spaß. Fahren wir mal. Ich muss gerade mein Bein absetzen, weil mich der Lenkeinschlag überrascht hat. Wie wenig der ist. Ja. So. So sitzt du. So weit hinten, wie es nur geht, eigentlich. So wie es dir gefällt. So wie es bequem ist für deinen Hintern. Hier sitzt du. Aber vorne sitzt du eigentlich selten, außer du machst halt wirklich Supermotorrennen oder so. Bei gewissen Kurven und so hockst du dich ein bisschen weiter vor. Aber in der Regel gar nicht. Aber man sitzt halt komplett unterschiedlich. Auf der Super Duke halt wirklich Attacke-Modus und
Bei der SMCR halt gar nicht. Bei der SMCR ist so, ich chill mal mein Leben. Ja. 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 Die. Gell? Boah, ich schalte mit Kupplung und Zwischengas runter, obwohl du einen Blipper hast, aber das habe ich mir so angewohnt bei den meisten Bikes. Okay. Ich finde, bei der SMCR geht's voll. Sie ist halt ein ganz anderer Charakter vom Getriebe her. Das ist halt, du hast halt weitere Wege, nicht so kurz und knackig, sondern eher so Supermoto, komm, ich baller jetzt die Gänge durch. Ich finde beides passend. KTM hat mit beiden Bikes echt was Geiles auf die Beine gestellt. Auf jeden. Was mir bei der Super Duke direkt. Ja? Ja? Ja, perfekt. Ja. Ja, aufpassen. Die geht ab, was die Agilität angeht. Ja. Ich sag's dir, aber die Super Duke, mit der kann man voll entspannt fahren. Die ist wirklich, ja. Ja, ich mache einen Vlog. Ja, soll ich dann mal durchvloggen, dass die Leute interessiert? Ich sag einfach mal meine Meinung zur Super Duke. Also das Bike hat mich echt positiv überrascht. Ich bin es zwar schon gefahren, aber wie schön sie das Mapping hinbekommen haben bei der neuen. Man hat einfach nie das Bedürfnis am Hahn zu ziehen. Also ich persönlich, weil sie läuft einfach so geschmeidig, dass man auch damit entspannt fahren kann. Klar, die Sitzposition ein bisschen, keine Frage. Man kann sie schön drücken, schön legen. Ist handlich, keine Frage. Für mich ist es halt jetzt relativ unhandlich, weil ich halt von der SMCR umgestiegen bin. Aber für die Klasse, wenn ich von der Klasse rede, echt Hammer. Also ich kann mich echt nicht beschweren über die Super Duke. Fährt sich einfach Ast rein, ist volle Hütte, also Komplettausstattung und ja, ist einfach ein radiales Motorrad, es macht einfach Spaß. Man zieht ein bisschen am Gas und hat direkt Geschwindigkeiten drauf. Wir sind halt jenseits von Blöße. Der Blipper funktioniert zeitnah. Ich kann richtig schön ins Hängen offen gehen, auch wenn ich jetzt ein Crosshead drauf habe, stört mich nicht. Der Aero liegt einfach super im Wind. Man vergisst komplett, dass mein Crosshelm auf hat, weil er einfach so aerodynamisch ist. Haben die auch auf der Website geschrieben. Mir war es wichtig, einen Crosshelm zu finden, der auch super auf der Straße funktioniert. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber harmoniert einfach super. Ich könnte mir sogar vorstellen, die Super Duke einfach mal spontan, wenn ich eine besitzen würde, einfach mal mit dem Crosshelm kurz im Sommer durch die Gegend zu scheuchen, weil er einfach so schön luftig ist und dieses Sommerfeeling überbringt und diese Fetzung einfach so schön akustisch rüberkommt, weil der Helm so schön offen ist. Es ist einfach ein kleines Träumchen. Braucht man so eine Super Duke? Nö. Kann man sie vertreten gegenüber seiner Frau oder seiner Freundin oder wem auch immer? Ja, definitiv, weil selbst ist der Mann. Man entscheidet selber, was man mit seinem Geld macht. Solange die Kinder genug zu essen haben, wenn man verheiratet ist, weil ich gehe mal von aus, die älteren Leute interessieren sich eher für eine Super Duke als die ganz Jungen, weil die ganz Jungen, die interessieren sich vielleicht ein Jahr für die Super Duke und dann liegen sie 2 Meter unter der Erde. Plump gesagt. Ne, wirklich Leute, eine Super Duke ist Preis-Leistung echt gut, obwohl sie sehr teuer ist, echt gut, weil sie hat halt einen dementsprechend geringen Wertverlust, weil sie halt so begehrt ist. Darf man nie vergessen. Ist einfach ein grandioses Bike. Und über die Leistung, über das Drehmoment brauchen wir uns nicht unterhalten. Meiner Meinung nach aktuell mitunter die besten Naked zusammen mit der Ducati V4. Das wären so die zwei Bikes, die ich mir anschauen würde, würde ich das Beste vom Besten haben wollen. Und wenn man nicht das Beste vom Besten braucht, kann man sich eine S1000R gebraucht kaufen. Die ist auf so einem hohen Niveau, was die Nakeds angeht. Und wenn man sie richtig durch die Gegend scheucht, da hat die Leistung, Leute, das ist von einem anderen Stern. Und durch diese BMW-Charaktereigenschaften, dass sie einfach so schön sportlich straff abgestimmt ist und allgemein gut abgestimmt ist,
kann man halt mit der Kiste andrücken, ja, das, als gäbe es kein Morgen mehr, muss man ehrlich sagen. Das ist jedem seine, aber ich finde, BMW hat da echt wirklich auch was Geiles auf die Beine gestellt. Sprich, nicht nur blind KTM kaufen oder Aprilia oder sonst was, sondern einfach mal schauen, was einem so grob gefällt und schauen, was einem der Führerschein wert ist, weil das Bike, wenn man so ein bisschen ausfährt, man kann sehen, klar, die Supermoto drückt auch ordentlich, sieht man. Nils ist halt ein guter Fahrer, der lässt die Supermoto gut dastehen. Aber wenn man hier halt durchgeht, dann ist halt so, als gäbe es kein Morgen mehr, muss man ehrlich sagen. Ist einfach so ein brachiales Spaßgerät. Wir hatten schon so geile Strecken, wo wir ein paar Videos hätten filmen können, keine Frage, aber boah, ist das geil, also wirklich. Gut ab, Sitz bequem, Fahrposition bequem, mit 1,86 habe ich hier noch Platz drauf. Größer wird kritisch, weil der Winkel dann, der Hüftwinkel, ein bisschen zu knapp wird. Aber deshalb fahre ich auch in der Supermoto, weil es einfach entspannt ist. Muss jeder selber wissen, die Super Duke ist ein richtig geiles, aggressives, brachiales Eis. Ne? Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man den Lenker auch irgendwie anders verstellen. Sprich, der ist gerade relativ aggressiv gestellt. Da kann man den auch wesentlich gechillter einstellen. Hier ist nass, wir machen langsam. Weil wenn hier ein bisschen Öl liegt,